Jetzt fahren wir ins Listerwattenmeer. Müssen wir erst mal gucken, ob da jemand den Stöpsel gezogen hat, dass das Wasser auch abläuft. Sonst kommen wir ja da nicht rein. Und dann gehen wir zu den richtigen Sylter Royal Austern. Ich zeige euch mal, wie man Austern isst, wie die Austern wachsen. Mal ein bisschen Austernkunde. Und dann kochen wir im Listerwatt. So machen wir das. Moin Moin, herzlich willkommen im Listerwatt. Wir stehen hier knietief im Wasser und ich nicht alleine, sondern da drüben, da arbeiten die Jungs gerade von Dippmeyers Austern Company. Wir haben hier die einzigste deutsche Auster, die es gibt. Das ist eine Sylter Royal Auster. Und so eine Auster, das ist wirklich ein hocheiweißhaltiges Lebensmittel. Die liegen auf solchen Tischen drauf und dann haben die solche Säcke, das sind Plastiksäcke. Da drin werden die Austern festgehalten. Dann werden die richtig mit Gummispannen da festgemacht. Wir haben zweimal am Tag Ebbe und Flut, damit die Austernsäcke nicht versanden, nicht im Sand liegen. Deswegen wird das so aufwendig da drauf gemacht. Das ist eine pazifische Auster, die hier gezüchtet wird. Ich hole mal schnell eine aus so einem Netz heraus, wie so eine Premium-Auster eben auch aussieht. Die braucht etwa 3 Jahre, bis sie überhaupt in Verkauf gehen kann. Die können aber nicht das ganze Jahr hier liegen. Das ist richtig viel Arbeit, was die hier machen. Denn diese Austernsäcke, die müssen zweimal im Jahr geschüttelt und gerüttelt werden, damit die nicht zusammenwachsen. Dann werden die zweimal im Jahr mit zu Dippmeyers Austern Company reingenommen. Da werden die richtig abgestrahlt mit einer Art Spülmaschine. Dann klopfen die Auster gegeneinander. Und dann muss es ein richtig schönes, dumpfes Geräusch geben. Dann wissen die Auster ist nicht hohl, die ist noch fest, die ist noch richtig verschlossen. Dann werden die nach Größen sortiert, wieder in die Säcke gemacht und wieder ins Wattenmeer gebracht. Eine Auster filtert bzw. saugt etwa 10 bis 12 Liter Wasser pro Stunde durch. Und die hat einen ganz, ganz feinen Organismus und die filtert mit ihren Lamellen dann diese Nährstoffe aus dem Wasser raus und wächst dann, im Sommer wächst sie überproportional, wenn das Wasser warm ist. Und so ab 10 Grad abwärts, da wächst sie fast gar nicht mehr. Man kann sagen, sie wächst eigentlich nur von Mai bis Oktober. Und der Rest der Zeit stagniert sie eigentlich fast vor sich hin. Jetzt gehen wir mal ins Eingemachte. Ich zeige euch jetzt mal, was man mit köstlichen Austern machen kann. In meinem nächsten Video zeige ich euch nicht nur, wie man Austern richtig öffnet, sondern auch, womit ich sie am liebsten esse. Schaut einfach mal rein.